Hallo zusammen. Herzlich willkommen hier in unserem Seminar zur Philosophie der Unsterblichkeit. Wir wollen uns hier in diesem Kurs mit einer der ältesten Fragen der Menschheit überhaupt beschäftigen und mit den Antworten, die die Philosophie im Laufe der letzten, na gut, 2500 Jahre darauf gegeben hat. Nämlich, endet unser Leben mit dem Tod? Oder gibt es vielleicht die Möglichkeit, über den Tod hinaus noch weiter da zu sein? Wir werden im Verlauf dieses Seminars hier verschiedene Vorstellungen davon, wie eine solche Unsterblichkeit aussehen könnte, kennenlernen. Wir werden uns mit den begrifflichen und den philosophischen Grundlagen dieser Vorstellungen auseinandersetzen. Wir werden lernen, wie man rational über diese Frage der Unsterblichkeit nachdenken kann. Und wir werden selbstverständlich diskutieren, was für und was gegen die Annahme spricht, dass wir unseren eigenen Tod in welcher Form auch immer überleben können. Zwei Aspekte sollen dabei im ganzen Seminar im Vordergrund unserer Debatte stehen. Das eine ist die Frage nach der Konsistenz der verschiedenen Vorstellungen, die wir besprechen wollen. Konsistenz heißt die Widerspruchsfreiheit, die Vorstellbarkeit solcher Vorstellungen. Das heißt, wenn wir nach der Konsistenz fragen, dann fragen wir uns, ist die Idee eines Lebens nach dem Tod überhaupt vorstellbar? Welche Bedingungen müssen eigentlich erfüllt sein, damit man sinnvollerweise von einem Leben nach dem Tod sprechen kann? Hier wird es vor allen Dingen um begriffliche Fragen gehen, also zum Beispiel um die Frage, was heißt eigentlich Leben oder was heißt es, ich zu sein? Oder wie kann ich meine eigene Identität im Lauf meines Lebens und möglicherweise auch über meinen Tod hinaus aufrechterhalten? Wir werden uns immer wieder, wenn wir die verschiedenen Vorstellungen durchsprechen, fragen müssen, ob diese Bedingungen, die ich jetzt gerade genannt habe und die wir noch herausarbeiten werden, ob diese Bedingungen von den verschiedenen Konzeptionen von Unsterblichkeit überhaupt erfüllt werden können oder nicht. Der zweite wichtige Punkt, um den es im Seminar hier gehen soll, das ist die Frage nach der Evidenz. Evidenz heißt, was spricht dafür und was spricht dagegen, dass es irgendeine Form von Weiterleben gibt. Das Kerngeschäft der Philosophie, das besteht ja gerade darin, rational zu argumentieren. Also das heißt für uns, wir werden uns auf die Suche machen nach Gründen, nach guten Gründen für und gegen einen Glauben an Unsterblichkeit. Also wir suchen nach Argumenten, die es rational oder vernünftig machen, an eine Unsterblichkeit zu glauben oder eben nicht. Solche Gründe können, das wissen Sie vermutlich schon, entweder a priori sein oder sie können a posteriori sein. A priori heißt erstmal einfach nur ohne Erfahrung, also rein analytisch. Das würde in unserem Zusammenhang hier bedeuten, gibt es Gründe, die für eine Unsterblichkeit sprechen und die allein zum Beispiel aus der Bedeutung bestimmter Begriffe abgeleitet werden können. Also zum Beispiel aus dem Begriff der Seele selbst kann man allein aus dem Verständnis dessen, was eine Seele ist, schon ableiten, dass die Seele unsterblich sein muss. Wäre ein Beispiel für ein solches a priorisches Argument. A posteriorische Argumente sind solche, die mit Erfahrung funktionieren, das heißt, die auf irgendeiner Form von empirischer Evidenz oder so etwas aufbauen. Also zum Beispiel, gibt es Erfahrungen, gibt es Beobachtungen, die es plausibel machen, an eine Unsterblichkeit zu glauben. Also nicht, dass die Unsterblichkeit aus irgendwelchen Begriffen rein analytisch schon folgen würde, sondern es gibt bestimmte Beobachtungen, die dafür sprechen, dass Unsterblichkeit real ist. Also zum Beispiel Nahtoderfahrungen könnten ein wichtiges a posteriorisches Argument für eine Unsterblichkeit sein. Wir werden uns im Laufe des Seminars verschiedene Argumente aus diesen beiden Klassen anschauen und immer die Frage im Hintergrund haben, stimmt das oder stimmt das nicht? Welche rationalen Gründe sprechen dafür, welche rationalen Gründe sprechen dagegen? Wie nun allerdings dieses Leben nach dem Tod aussieht, also wie man sich ein Leben nach dem Tod vorstellen sollte, darüber gibt es ja sehr viele unterschiedliche Ideen in den verschiedenen Religionen, Kulturen, philosophischen Traditionen und so weiter und so fort. Das heißt, heute in dieser ersten Sitzung hier werden wir uns erstmal nur anschauen, welche Vorstellungen von Unsterblichkeit es eigentlich gibt und wie man diese Vorstellungen sinnvoll systematisch klassifizieren kann. Aus dieser systematischen Klassifikation ergeben sich dann die Methoden und die Begriffe, die sinnvoll sind, um philosophisch über die Idee der Unsterblichkeit nachzudenken. Also was wir hier vorhaben heute, ist erstmal sozusagen das Feld abzustecken und das Programm festzulegen für die kommenden Wochen.
Schauen wir uns also zuallererst mal an, was für verschiedene Möglichkeiten es gibt, dieses Konzept Unsterblichkeit zu interpretieren. Was heißt es eigentlich, unsterblich zu sein? Ja, Unsterblichkeit, darunter verstehen wir jetzt mal für den Anfang ganz intuitiv, jedwede Form von Fortsetzung unseres individuellen Lebens nach dem biologischen Tod. Was genau das heißen soll, und da steckt eine ganze Menge Zündstoff drin, darüber reden wir beim nächsten Mal dann ein bisschen intensiver. Das ist jetzt erstmal so eine Annäherung, die Sie für den Moment einfach schlucken sollten. Wir werden beim nächsten Mal ausführlich darüber diskutieren, was genau hinter diesen einzelnen Begriffen steckt, die in unserer Definition vorgekommen sind. Also Unsterblichkeit heißt erstmal Fortsetzung des individuellen Lebens nach dem biologischen Tod. So. Und die erste interessante Differenzierung, die wir jetzt hier beim Begriff der Unsterblichkeit bereits machen können, ist die zwischen einem realen und einem metaphorischen Weiterleben nach dem Tod. Was heißt das? Naja, ein metaphorisches Leben nach dem Tod, das ist das, was man meint, wenn man zum Beispiel vom unsterblichen Freddie Mercury spricht. Freddie Mercury ist ja nicht wirklich unsterblich, sondern wenn wir sagen, der unsterbliche Freddie Mercury, dann meinen wir, er lebt auf Dauer weiter in unseren Erinnerungen an ihn oder in die Erinnerung an seine Musik oder was weiß ich was. Aber gemeint ist damit natürlich kein biologisches oder überhaupt individuelles Weiterleben. Nee, Freddie Mercury ist ziemlich tot. Er ist garantiert nicht in einem realen Sinne unsterblich. Er ist nur unsterblich in dem Sinne, dass er in der Erinnerung weiterlebt. Metaphorische Unsterblichkeit heißt dann einfach nicht vergessen werden. Und in diesem Sinne spricht man durchaus sehr häufig von Unsterblichkeit. In vielen Kulturen ist das tatsächlich sogar eine außerordentlich wichtige Form von Unsterblichkeit, vielleicht sogar die wichtigere im Vergleich zur realen Unsterblichkeit. Also wenn Sie ein Beispiel dafür wollen, finden Sie das bei Homer in der frühgriechischen Religion. Das will ich Ihnen mal kurz an einem kleinen Beispiel ein bisschen illustrieren. In der Ilias, also dem homerischen Gedicht, in dem es um den Kampf um Troja geht. Da gibt es eine ganz interessante Passage. Und zwar fordert da Hektor, also der Held der Trojaner, einer der wichtigsten Kämpfer auf Seiten der Trojaner, er fordert einen der Griechen zum Zweikampf heraus. Er hält eine Rede, in der er diese Herausforderung vorbringt. Und in dieser Rede spricht er unter anderem darüber, was mit dem geschehen soll, der im Kampf unterliegt und stirbt. Und da sagt Hektor: Wenn aber ich ihn töte und Apollon mir Ruhm gibt, werde ich ihm die Waffen abnehmen und sie ins heilige Ilion tragen. Und ich werde sie beim Tempel des Ferntreffers Apollon aufhängen, den Leichnam aber werde ich bei den wohlgedeckten Schiffen zurückgeben, damit ihn die langhaarigen Achaier bestatten und ihm ein Grabmal aufschütten am breiten Hellespont. Und einst wird einer der später geborenen Menschen sagen, der auf einem vielrudrigen Schiff über das weinfarbene Meer segelt: Dies ist das Grab eines Mannes, der vor langer Zeit schon gestorben ist, den der strahlende Hektor in tapferem Kampf getötet hat. So wird er einst sagen, mein Ruhm aber wird nie vergehen. Abgesehen von der etwas merkwürdigen Wortwahl, an die man sich bei Homer natürlich immer gewöhnen muss, was hier auffällt an dieser Passage ist, es geht gar nicht um ein Weiterleben nach dem Tod. Hektor spricht über das, was nach dem Tod kommt. Aber was ihn interessiert an diesem nach dem Tod, das ist einzig und allein der Ruhm der Nachwelt. Es ist nur die Erinnerung der Lebenden an den, der gestorben ist. Was real passiert mit diesem Toten, darüber verliert er kein Wort. Das interessiert ihn an dieser Stelle gar nicht. Was zählt, das ist das metaphorische Weiterleben in der Erinnerung der Nachwelt. Die Erinnerung an den Gefallenen, an den Ruhm dessen, der ihn getötet hat, darauf kommt es an, nicht die weite Existenz der Seele oder so etwas. Das Leben nach dem Tod, also das reale Leben nach dem Tod, die Existenz der Seele oder der Psyche, wie es dann im Griechischen heißt, in der Unterwelt, im Hades, das ist nichts Interessantes und auch nichts Wünschenswertes für die frühgriechische Religion. Das ist nur eine blasse, eine trostlose Fortexistenz, ein fader und öder Nachgeschmack des wirklichen Lebens. Niemand freut sich darauf. Auch das können Sie aus einer interessanten und sehr bekannten Passage bei Homer rauslesen. Und zwar aus der Odyssee, also das andere homerische Gedicht, in dem die Irrfahrten des Odysseus berichtet werden. Diese Irrfahrten führen den Odysseus unter anderem in die Unterwelt, wo er
lange nach dem Trojanischen Krieg seinen toten Kameraden Achilles, einen der wichtigsten Helden der Griechen, wieder trifft. Odysseus versucht, den toten Achilles darüber zu trösten, dass er doch hier im Reich der Toten immer noch hoch geehrt und geachtet ist, und ihn damit über sein trauriges Schicksal hinwegzutrösten. Aber Achilles antwortet jetzt dem Odysseus auf diesen Versuch des Trostes: Rede mir nicht den Tod schön, Odysseus. Lieber wäre ich ein Tagelöhner auf dem Feld und diente einem anderen armen Mann, ohne Land, als über alle dahingeschiedenen Toten zu herrschen. Das ist das reale Weiterleben nach dem Tod für die frühgriechische Religion. Und das interessiert eigentlich niemanden. Es ist überhaupt nicht wichtig im Vergleich zu diesem metaphorischen Nachleben nach dem Tod. Es ist auch echt nichts, wonach man streben sollte, was wünschenswert wäre. Im Gegensatz nun aber zu der frühgriechischen Religion und vielleicht auch vielen anderen frühen Kulturen ist für die meisten Menschen heutzutage, wenn es um Unsterblichkeit geht, eben nicht das metaphorische Weiterleben nach dem Tod interessant, sondern das reale. Diese Art von Weiterleben ist es, um die es geht, wenn wir heutzutage von Unsterblichkeit sprechen. Vielleicht kennen Sie dieses bekannte Zitat von Woody Allen, wo er sagt, was interessiert mich die metaphorische Unsterblichkeit, ich will die reale. Er drückt das ein bisschen gekonter aus, wenn er nämlich sagt, I don't want to achieve immortality through my work. I want to achieve immortality through not dying. I don't want to live on in the hearts of my countrymen. I want to live on in my apartment. Und was ist dieses reale Weiterleben? Naja, das ist jetzt auch nicht ganz leicht exakt zu bestimmen. Auch darüber werden wir beim nächsten Mal noch ein paar mehr Worte verlieren müssen. Für den Moment nochmal eine intuitive Annäherung. Reales Weiterleben nach dem Tod heißt eine Fortsetzung des Lebens, das Sie jetzt führen, und zwar eine reale Fortsetzung. Also das Leben, wie es jetzt ist, wird kontinuierlich fortgeführt. Machen Sie sich bewusst, Sie existieren jetzt gerade in diesem Moment hier. Das heißt, Sie können sich denken, ich existiere, ich habe bestimmte bewusste Erlebnisse. Also ich bin bei Bewusstsein, ich habe Gedanken, ich habe Wahrnehmungen, ich erfahre, was um mich herum vor sich geht. So. Das heißt, Sie sind da. Anders ist das, wenn Sie schlafen. Also letzte Nacht in tiefem Schlaf, da waren Sie eine Zeit lang nicht da. Sie hatten keine Gedanken oder Wahrnehmungen oder bewussten Erlebnisse. Dann sind Sie nicht da. Reales Weiterleben heißt nun, dieser Zustand, den Sie jetzt erfahren, dieser Zustand des Daseins, der soll über den Tod des Körpers hinaus andauern. Nun, es gibt noch eine andere interessante Unterscheidung hinsichtlich verschiedener Formen der Unsterblichkeit, auf die wir hier eingehen könnten. Und zwar ist das die Unterscheidung zwischen einem personalen und einem nicht-personalen Weiterleben nach dem Tod. Nicht-personale Fortexistenz würde bedeuten, dass die Person, die vor dem Tod existiert hat, nach dem Tod verschwindet. Sie werden fragen, was ist eine Person? Und ja, auch das ist eine komplizierte philosophische Frage, auf die wir auch noch eingehen müssen. Wir werden noch gesondert über dieses Thema sprechen. Was sind Personen? Was macht Personen aus? Und wie bleiben Personen die gleichen? Für den Anfang nehmen Sie einfach Ihr alltägliches Verständnis des Personenbegriffs her. Es wird für diese Unterscheidung hinreichend sein. Also nicht-personale Fortexistenz heißt, wir existieren nach dem Tod nicht mehr als ein personales Individuum, aber wir werden auch nicht zerstört, sondern die Person geht in einem überpersönlichen Ganzen oder so etwas auf. Im Gegensatz dazu wäre eine personale Fortexistenz nach dem Tod, einfach wenn wir als Person weiter existieren, und zwar als die Person, die wir vorher auch schon gewesen sind. Das ich jetzt bin, wird auch nach dem Tod in einer unveränderten Form oder zumindest nicht wesentlich veränderten Form weiter existieren. Personales Weiterleben nach dem Tod heißt, das Leben nach dem Tod ist die Fortsetzung meiner Existenz. Also es ist nicht irgendeine weitere Existenz, die mit meiner in irgendeiner Verbindung steht, sondern es ist konkret die Fortsetzung meiner jetzigen Existenz. Das Leben, das ich jetzt führe, wird nach meinem Tod fortgesetzt werden. Die meisten Theorien, die wir hier im Seminar behandeln wollen, sind solche personalen Theorien. Wir werden auch nochmal gesondert über die nicht-personalen Theorien im Speziellen sprechen, aber die meisten Theorien fallen in diesen Bereich der personalen rein. Nun, innerhalb dieser Kategorie der personalen Fortexistenz nach dem Tod kann man wieder mal zwei verschiedene Kategorien unterscheiden, nämlich einerseits die monistischen und andererseits die dualistischen Modelle der Fortexistenz.
Monismus und Dualismus, diese beiden Begriffe kommen natürlich von den jeweils zugrunde liegenden Metaphysiken, auf denen die unterschiedlichen Vorstellungen aufgebaut sind. Also metaphysischer Dualismus bedeutet, es gibt zwei voneinander unabhängige Substanzen, eine materielle und eine geistige. Substanzen, das sind dann einfach, das wäre so ja, der fundamentale Stoff der Realität. Ein metaphysischer Dualismus sagt, es gibt diese zwei Substanzen, Materie und Geist, und die sind nicht aufeinander reduzierbar oder können nicht wechselseitig voneinander abhängen oder so etwas, sondern es sind zwei unabhängige, distinkte Substanzen, aus denen die ganze Realität aufgebaut ist. Metaphysischer Monismus ist ja das Gegenteil dann davon. Das wäre diejenige Theorie, die behauptet, es gibt nur eine einzige Substanz. Also entweder ist diese Substanz die Materie, dann sprechen wir von einem Materialismus, oder diese Substanz ist der Geist und dann reden wir von Idealismus. Und monistische Metaphysiken würden jetzt sagen, diese beiden, die beiden Substanzen, Körper und Geist, sind nicht unabhängig voneinander, sondern das eine kann auf das andere reduziert werden. Entweder kann der Geist auf den Körper reduziert werden, dann sind wir beim Materialismus, oder die Materie kann auf den Geist reduziert werden, alles ist nur Vorstellung, dann sind wir beim Idealismus. So, dualistische Modelle. Also dualistische Modelle der Unsterblichkeit jetzt, die gehen von einer solchen dualistischen Anthropologie aus. Das würde bedeuten, menschliche Personen bestehen aus einem physischen und einem mentalen Teil. Sie bestehen aus einem unabhängigen Körper und einem unabhängigen Geist. Sind also so etwas wie metaphysische Zwitter oder Doppelwesen. Der Körper ist die materielle Seite der Person, die Seele ist die immaterielle Seite der Person oder vielleicht auch die feinstoffliche Seite. Auf jeden Fall muss die Seele aus irgendwas anderem bestehen als gewöhnlicher Materie. Und für die dualistischen Modelle der Unsterblichkeit kann nun nur einer der beiden Teile den Tod überdauern. Normalerweise ist das die Seele, aber wie wir gleich sehen werden, es gibt auch noch so ein paar andere Vorstellungen in diesem Bereich. Monistische Modelle der Unsterblichkeit legen entsprechend eine monistische Anthropologie zugrunde. Für die sind also menschliche Personen keine Doppelwesen, sondern sie sind eine Art psychophysische Einheit. Man kann die menschliche Person nicht in Körper und Seele trennen, sondern sie existiert nur als ganze Person, als Einheit von Körper und Seele. Das bedeutet, Körper und Seele können nicht unabhängig voneinander bestehen. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Eine menschliche Person ist immer beides in einer Einheit. Wenn es also eine Fortexistenz nach dem Tod geben sollte, dann kann es diese Existenz nur als ganze Person geben, als psychophysische Einheit, genau wie vor dem Tod. Üblicherweise heißt das für solche monistischen Modelle, ein Weiterleben ist nur dann möglich, wenn die materielle Grundlage dieses Weiterlebens fortdauert. Gleich dazu mehr, gehen wir nochmal kurz zurück zu den dualistischen Vorstellungen. Die kann man nämlich jetzt nochmal ein bisschen weiter sortieren und dann kommen wir zu den konkreten Vorstellungen, wie sie in den Religionen und philosophischen Traditionen der Menschheit tatsächlich existieren. Diese dualistischen Vorstellungen kann man einsortieren in drei verschiedene Gruppen. Die erste Möglichkeit oder die erste Gruppe, das ist die unsterbliche Seele. Das heißt, die Seele lebt alleine weiter. Sie lebt als ein unkörperliches Wesen nach dem Tod des Körpers weiter. Also dieses Konzept der unsterblichen Seele, das ist in sehr vielen Kulturen auf der ganzen Welt weit verbreitet. Allerdings ist das eine sehr, sehr grobe Kategorie, die ich jetzt hier gewählt habe. Innerhalb dieser Idee von der unsterblichen Seele gibt es eine ganze Variationsbreite von Ideen und Vorstellungen, was Seelen eigentlich sind. Also insbesondere der Begriff einer Seele wird sehr unterschiedlich verstanden. Beispielsweise, wir werden noch näher darüber sprechen, also beispielsweise für Platon und auch für das Christentum ist die Sache klar, der Mensch hat eine einzige Seele und diese eine Seele kann den Tod als Ganzes überdauern. Anders ist das, wenn wir nochmal zum Homer gehen, in der frühgriechischen Religion. Da hat der Mensch nämlich mehrere Seelen. Diese Seelen haben dann auch unterschiedliche Funktionen. Also zum Beispiel unterscheidet man bei Homer typischerweise den Thymos, das ist so der Sitz der Emotionen, also die Seele, die für das emotionale Wesen zuständig ist, unterscheidet man von den Phrenes. Das ist der Sitz des kognitiven Denkens, also Rationalität und Vernunft sind in diesem Seelen, in dieser Seele angesiedelt. Und darüber hinaus gibt es dann auch noch die Psyche, das Lebensprinzip, also das, was den Körper beseelt, was ihn lebendig macht.
Von diesen drei verschiedenen Seelen kann nur die Psyche, also die Lebensseele, könnte man sagen, den Tod des Körpers überdauern. Alle anderen gehen mit dem Körper zugrunde, sie sterben. Ähnliche Ideen, dass es also mehrere Seelen im Menschen gibt, finden Sie auch in anderen Kulturen, zum Beispiel im antiken China, wo zwischen den beiden Seelen Hun und Po unterschieden wird. Oder Sie finden das in vielen indigenen Religionen. Also es sind durchaus weit verbreitete Vorstellungen, dass der Mensch mehr als eine Seele hat, wobei ja die Anzahl der Seelen dann durchaus variieren kann. Ebenfalls unterschiedlich ist in diesen Vorstellungen von der unsterblichen Seele, wo die Seele nach dem Tod weiter existiert. Das könnte zum Beispiel ganz einfach die alltägliche Welt sein, also die Welt, in der wir auch leben, nur dass dann die Seele eben als Geistwesen weiter existiert in dieser Welt. Das ist eine insbesondere in vielen indigenen Religionen sehr weit verbreitete Vorstellung. Es könnte auch sein, dass die Seele in einen besonderen Bereich der Welt abwandert. Das ist die griechische Vorstellung, dass die Seele in die Unterwelt unter der Erde geht. Also diese Unterwelt ist kein transzendentes Reich, kein Jenseits in dem Sinne, sondern es ist ein konkreter Ort unter der Erde, der auch von der Welt der Lebenden aus betreten werden kann. Die Antike kennt durchaus so ein paar Kultstätten, in denen man angeblich direkt physischen Zugang zur Unterwelt hat, also indem man einfach unter die Erde geht. Oder es könnte sein, dass die Seele in einem separaten Bereich der Wirklichkeit weiter existiert. Das ist so die Vorstellung, die wir heutzutage am ehesten damit assoziieren würden. Also, dass die Seele in eine Art Paradies oder einen metaphysisch verstandenen Himmel auffahren kann oder so etwas. Allen gemeinsam, also all diesen Vorstellungen gemeinsam ist, die Seele führt eine körperlose Existenz. Die Seele trennt sich im Tod vom Körper und lebt dann als körperloses Wesen weiter. Die zweite Möglichkeit, das ist die Reinkarnation. Reinkarnation heißt, die Seele existiert weiter nach dem Tod, aber sie existiert eben nicht körperlos weiter, sondern nach dem Tod des einen Körpers verbindet sich die unsterbliche Seele mit einem neuen Körper. Wir kennen solche Reinkarnationsvorstellungen insbesondere aus asiatischen Religionen, also im Hinduismus, im Buddhismus ist das ganz zentral. Wir kennen es aber auch aus der griechischen Antike. Zum Beispiel finden Sie das bei Platon und insbesondere bei Pythagoras, diese Idee einer unsterblichen Seele, die wiedergeboren werden kann in einem anderen Körper. Außerhalb Europas und Asiens ist aber diese Wiedergeburtsvorstellung auch zum Beispiel in vielen afrikanischen Religionen anzutreffen. Auch hier gilt wieder, die einzelnen Reinkarnationsvorstellungen unterscheiden sich innerhalb dieser großen Kategorie doch relativ stark voneinander. Also es ist zum Beispiel ein unterschiedlicher Aspekt, ob der Körper, in dem man wiedergeboren wird, immer ein menschlicher Körper sein muss oder ob die Reinkarnation auch in anderer Form stattfinden kann. Also kann man auch als Tier wiedergeboren werden, als Gott, als Dämon, als Pflanze vielleicht sogar oder. Auch darüber müssen wir dann en Detail später noch ein bisschen genauer sprechen. Manchmal, also in manchen Wiedergeburtsvorstellungen, spielt auch eine Art kosmisches Gesetz wie das Karma eine Rolle, das dann den Ablauf der Wiedergeburten reguliert. In anderen ist das eher ein chaotischer und ungesteuerter Prozess. Die dritte Möglichkeit innerhalb dieser Kategorie dualistische Vorstellung, das ist eine philosophisch nicht ganz so interessante Idee, nämlich die, dass der Körper weiter existiert, aber die Seele vernichtet wird. Das ist auch keine Vorstellung, die irgendwie von religiöser Bedeutung oder sowas wäre, aber es gibt das natürlich in verschiedensten Mythologien in der Form des Glaubens an Zombies, an Untote, an lebende Leichname und so weiter und so fort. Das nur sozusagen der Vollständigkeit halber noch als dritte Kategorie genannt, was natürlich auf einer dualistischen Metaphysik beruht, aber von philosophisch eher nebensächlichem Interesse ist. So, schauen wir uns dann die andere Kategorie an, also die Kategorie der monistischen Vorstellungen. Monistische Vorstellungen von Unsterblichkeit, muss man gleich vorweg sagen, sind eher selten. Es ist eher die Ausnahme. Die meisten Vorstellungen basieren auf einem Dualismus. Die klassisch monistische Idee, das ist die Idee von der Auferstehung der Toten, die man ja vor allen Dingen im Christentum, Islam und Judentum so kennt. Nach dieser Idee der Auferstehung ist der Tod das vorläufige Ende des Lebens. Er ist zwar das Ende des Lebens, aber es ist nicht das endgültige Ende des Lebens, sondern nur vorläufig. Gott wird am Ende der Zeiten
den Körper und die Seele wieder miteinander zusammenfügen oder er erweckt ganz einfach den toten Körper wieder zum Leben, je nachdem, wie genau diese Auferstehungsvorstellung ausbuchstabiert wird, ist es entweder so, dass die Seele quasi aufbewahrt wird und am jüngsten Tag dann wieder mit dem Körper zusammengeführt wird, das geht so eher in die christliche Richtung, während die altjüdische Vorstellung eher die ist, dass der Körper einfach wirklich tot ist und aufhört zu existieren und dann am jüngsten Tag wieder zum Leben neu erweckt wird von Gott. Gemeinsam haben diese ganzen Auferstehungsvorstellungen den Gedanken, dass das Leben nach einer Unterbrechung fortgesetzt wird, durch einen göttlichen Eingriff sozusagen. Die moderne Variante dieser monistischen Vorstellungen, das ist die naturalistische oder auch materialistische Idee, könnte man sagen, des Mind-Uploading, wie man das aus dem Transhumanismus kennt. Hier ist der zugrunde liegende Gedanke: Eine Person ist ihr Bewusstsein und das Bewusstsein ist nichts anderes als Informationsverarbeitung. Informationsverarbeitung passiert im Moment im Gehirn. Also bei biologischen Lebewesen ist diese Informationsverarbeitung das, was das Gehirn macht. Aber Information ist natürlich unabhängig von dem Medium, auf dem sie gespeichert ist. Sie können ja beispielsweise einen handschriftlichen Text und ein Blatt Papier abtippen und in ein digitales Medium auf Ihre Festplatte übertragen. Die Information selbst bleibt davon vollkommen unberührt. Sie wechselt nur von einem Medium ins andere. Wenn aber unsere Person auch nur Information ist, dann müsste es prinzipiell möglich sein, diese Information von dem einen Medium, also dem biologischen Computergehirn, in ein anderes Medium zu übertragen, nämlich einen elektronischen digitalen Computer. Die Information würde aus dem Gehirn ausgelesen werden und dann auf einem digitalen Speichermedium abgespeichert werden. Das Bewusstsein könnte dann in Form dieser Information den Tod des Körpers überleben, indem es als eine Art von Software auf einem digitalen Computer weiter existiert. Auch hier gilt natürlich, das Bewusstsein kann nicht von seiner materiellen, physischen Grundlage getrennt werden. Nur was diese physische Grundlage ist, das ist dann eben egal. Also auch hier eine monistische Idee. Das sind jetzt so ganz grob vorgestellt die verschiedenen Ideen, die im Zentrum unseres Kurses hier stehen sollen. Die unsterbliche Seele, die Reinkarnation, die Auferstehung als die drei klassischen, in vielen Kulturen verbreiteten Vorstellungen von Unsterblichkeit. Dazu kommen dann noch die etwas weniger populären Alternativen, also das nicht-personale Weiterleben jenseits des individuellen Bewusstseins und die rein naturalistischen Vorstellungen des Weiterlebens als Mind-Uploading oder als Simulation. Auch denen werden wir uns dann separat nochmal speziell widmen. Das ist aber noch nicht alles, was es zu Fragen gibt hinsichtlich der Unsterblichkeit. Denn jenseits dieser Frage, ob Unsterblichkeit überhaupt möglich ist oder vielleicht sogar wirklich existiert, gibt es noch eine andere philosophisch interessante Frage. Und zwar die Frage, wozu? Wozu eigentlich Unsterblichkeit? Das könnte man sagen, ist die existenzielle Frage, die mit der Unsterblichkeit verbunden ist. Also welchen Sinn hat das eigentlich, an Unsterblichkeit zu glauben? Welcher Wunsch steckt dahinter? Welches Bedürfnis kann dadurch befriedigt werden? Oder was ist der Zweck des Unsterblichkeitsglaubens? Und natürlich auch, ist das überhaupt eine gute Idee? Ist es überhaupt sinnvoll oder vernünftig, sich Unsterblichkeit zu wünschen? Diese existenzielle Frage, bei der es dann um den Wert und die Bedeutung von Unsterblichkeit geht, die werden wir uns am Ende des Kurses dann nochmal näher anschauen, wenn wir mit den einzelnen Vorstellungen durch sind. Insgesamt sind es also drei Fragen, die unseren Kurs hier strukturieren sollen. Unsterblichkeit, was ist das eigentlich? Damit werden wir in den nächsten Wochen anfangen. Unsterblichkeit, kann es etwas überhaupt geben? Das wird der große Block in der Mitte des Seminars sein. Und schließlich zum Abschluss als letzte Frage, Unsterblichkeit, wer will das eigentlich?